Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Wir sind immer noch hier in der wolkenlosen Wüste unterwegs. Jetzt aber hier oben schon inzwischen so ein bisschen erkundet. Und ja, sind heute mal wieder mit Peach unterwegs. Haben hier noch gleich eine Verschnaufpause, nicht Verschnaufkaufe. Die wir kurz mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was es da oben mit dem Level auf sich hat. Hello. Ich glaube... Warte, muss mich nochmal angucken. Ah ja. So, dann hier und dann sind wir da. Das war süß und einfach. Und ich glaube, da oben war sogar noch so eine Blume. Aber egal. Passt schon. Okay, was ist hier oben? Ich würde die Brücke ja reparieren, aber ich fühle mich ganz verwelkt. Mir fehlt einfach die Kraft. Basti, möchtest du mir welche von euren Blumenmünzen geben? 50. Okay. Schade, ich brauche eigentlich 330 für den Shop da hinten. Müssen wir halt nochmal ein paar sammeln. So, repariert. Diese Brücke geht nicht noch einmal kaputt. Daher kann man sie ohne Sorgen überqueren. Perfekt. Okay. Das Erste, was ich gucken möchte... Ich wusste es. Eine Röhre. Kapitän Toad und hier ist Welt 5. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich an diesem gruseligen Ort gelandet bin. Nicht, dass ich mich etwa fürchten würde. Ein Kapitän kennt keine Angst. Stimmt doch? Richtig, die sind für euch. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Hoffentlich könnt ihr euch bei eurem Abenteuer helfen. Viel Glück. Na, und schon haben wir sie wieder zusammen. Das ist doch gut. Okay, ich möchte mich hier tatsächlich noch nicht umgucken. Welt 5 ist als nächstes dran. Das sehen wir früh genug. Okay, gibt's da noch irgendwas? Nein. Okay, ich vermute mal... dass es der Weg zur Special-Welt ist. Oh, bedeutet das etwa, dass die Brücke repariert ist? Da blühe ich ja vor Freude förmlich auf. Jetzt kann ich mir endlich die Ninji-Tänze ansehen. Ihr wart schon bei den Ninjis und habt mit ihnen unter dem Hügel hinter der Oase getanzt? Oh, und einen Rhythmussprung am Zeichen habt ihr ja auch schon. Klasse, meine Anstrengungen sind bisher im Sand verlaufen. Brauche einfach noch mehr Übung beim Tanzen. Ja, das haben wir alles gemacht. Geheimgänge im Schiebemax-Haus. Heißen die Schiebemax, die Viecher? Okay. Ich hätte gedacht, dass es einfach irgendwie Sumo-Brüder ohne Hammer sind. Ich sag nichts. Okay. Entschuldigung, Sparky. Den haben wir geplättet. Und ihn hier auch. Okay. Das kann ich schieben, ja. Perfekt. Warte. Was haben wir hier drin? Warum kriegen wir mit Peach immer die Elefantenlevel? Was soll das? Plopp. Ich wollte gerade sagen, wie sollen wir da durchpassen, aber okay. Offenbar so. Aha. Okay, da ist nichts. Wir gehen jetzt in den Vordergrund, offenbar. Yo. Alter, wie geil ist die? Okay, der Level wird wieder sehr interessant. Ich sehe es jetzt schon. Das sind Bilder, die will ich gar nicht sehen. Wie sie sich da durchzwängt. Die sammle ich tatsächlich jetzt mal nicht ein. Ah ja, guck mal. Weil... ich möchte die Feuerblume behalten. Ich bin gerade am Überlegen gewesen, ob ich das offen lassen soll, aber... nee, ich muss das runterziehen. Okay. Als Belohnung kommt da eine Tür. Okay. Oh, und wir sind wieder klein. Das ist kein Problem. Ich gehe durch die Geheimtür. Ja, tschüss. Guck mal, schon passen wir besser durch die Tür. Aha. Oh Gott, das könnte verrückt werden hier.
Die sind da vorne, okay. Lass mich raten, die schieben jetzt die Bowser-Statue. Ja. Ja. Und ich bin tot. Okay, was muss ich tun? Muss ich einfach nur ausharren? Hm. Okay, ich bin gespannt. Muss ich einfach die ganze Zeit nur dagegen drücken und hoffen, dass ich... Also quasi einfach nur Zeit schinden? Was muss ich tun? Was anderes fällt mir halt nicht ein, ne? Warte. Nee. Und, kommt die Blume jetzt auch irgendwann? Ja, kommt sie, guck. Ja. Hilfe! Ja. Ja, dann mach auf. Ja. Ja, wie denn? Wie denn? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Was muss ich tun? Ich kann nicht mehrere Charaktere dahin tun, um gegenzuschieben. Und Elefanten-Peach kann ich auch nicht sein. Ich krieg nur einen Pilz. Was will das Spiel von mir? Ich drücke einfach von vornherein dagegen. Okay, mehr Zeit kann ich jetzt nicht holen. Wenn das jetzt nicht die Lösung ist, dann weiß ich nicht. Nee. Das ist nicht die Lösung. Ich höre die Pflanze, ja, aber ich kann da nicht lang. Wie soll ich da lang gehen? Aber ich will das jetzt rausfinden. Ist mir egal, ob wir jetzt gefühlt den ganzen Part hier verbringen. Das ist das erste Mal, dass wir eine richtig trickige Wunderblume haben. Was ich halt nicht verstehe, warum bekommen wir da immer nur einen Pilz? Ist der Pilz ein Teil der Lösung? Nicht. Ich verstehe nicht, was ich tun muss. Hä? Automatische Superpilz ist empfohlen. Ja, aber warum ist der empfohlen? Weil ich jetzt oft gestorben bin? Das bringt mir ja nichts. Das ist doch komisch. Nein! Lass den drin. Hä? Bin ich dumm? Puh. Was kann... Bevor wir die Wunderblume berühren, gucken wir uns doch da einfach nochmal den Ort an. Ich brauche einen Elefant. Okay, ich hab's verstanden. Warte. Ich glaube, als Elefant bin ich stärker. Weil jetzt war ich ja gerade richtig schwach. Vielleicht habe ich tatsächlich mehr Power als Elefant Peach. Deswegen wird vielleicht das Abzeichen mit dem Pilz empfohlen. Lass mich mal gucken. Bin ich jetzt stärker? Ja, auf jeden Fall.
Okay, das könnte die Lösung sein. Aber warum gibt mir dann die... Warum kriege ich dann immer nur die Blume? Immer nur den Pilz? Gib mir doch den Elefant. Jetzt gucken wir mal, ob das was hilft. Ja, definitiv. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch mehr Zeit. Oder? Na, ich bin mir nicht sicher. Jetzt habe ich wieder einen Pilz bekommen und bin wieder tot. Nee, das war nicht die Lösung. Ich verstehe es nicht. Was muss ich tun? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ich bin gerade echt am Überlegen. Wir gucken uns doch nochmal ganz kurz den Raum an. Zeig mir mal den Raum nochmal. Kann halt nichts sehen. Ich überlege mir nochmal was. Ich melde mich gleich wieder zurück. So, ich bin wieder da. Ich habe tatsächlich kurz die Verschnaufpause gebraucht, weil jetzt das Telefon geklingelt hat. Heute während den ganzen Aufnahmen ist die ganze Zeit eine kleine Unterbrechung drin. Okay. Aber ich habe eine Idee, was ich eventuell machen könnte. Weswegen bekomme ich den Pilz? Weil ich stärker mit dem Pilz bin, als wenn ich klein bin. Aber als Elefant offenbar nicht stärker, als wenn ich groß bin. Was an sich keinen Sinn macht, aber... Ich wusste es. Warum habe ich das nie gemacht? Die Wand hat sich bewegt. Ja, das war ich. Oh Gott. Ups. So. Wir müssen gucken, wir müssen uns beeilen, weil der Typ da hinten kommt immer noch. Was für eine Kraft. So. Oh, da hinten kommt wieder einer. Einfach alles bewegen. Achtung vor dem Riesen Sparky. Okay. Okay, weiter geht's nicht. Oben ist der Samen. Kommt die Statue noch hinterher? Oder ist es schon vorbei? Ich glaube, das ist schon vorbei. Egal, wir haben es. Es war so simpel. Er hat ja die ganze Zeit gerufen, hier drüben. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand die Wand einfach wegschiebt. Ja, gut. Jetzt weiß ich es für die Zukunft. Okay. So, gut, das war ein einfaches Versteck, aber es hat mir Spaß gemacht. Muss eine Tür zusammenbauen. Das ist auch mal was Neues. Muss die Sparkies ausschalten, sonst wird das hier ein bisschen lästig. So. So funktionieren aber Türen nicht, mein liebes Spiel. Aber gut, ich nehme das einfach mal so hin. Ist okay. Hörst du auf damit? Oh, hab ihn platt gemacht. Warte. Irgendwas passiert, wenn ich das da reinfahre. So. Ja, da kommen Münzen oder irgendwas raus. Nein, eine Röhre. Hä?
Oh, ist hier ein Secret Exit? Yo. Hey. Wo gehst du hin? Weg. Da ist ein Secret Exit. Endlich mal wieder ein Secret Exit. Hat ein paar Jahre gedauert. Nein, du fährst das nicht weg. Ich glaube, er kann es gar nicht. Weil da, die waren ja da unten, oder? Egal, wir haben ein Secret Exit gefunden. Sehr cool. Alter, ich habe mich so dumm angestellt. Es tut mir leid. Okay, ich vermute mal, der Secret Exit wird uns ja hier hochbringen jetzt. Zu weiteren Leveln. Wir machen aber zuerst den Level hier fertig. Damit ich das vergessen kann. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der aufgebaut war, der Level. Nur, dass ich hier die ganze Zeit Sparkies ermordet habe. Entschuldigung. Ja. Platt wie eine Flunder. So. Dann war das... Obwohl, das geht auch so, oder? Ja. Muss nur die Tür finden. Kann ich mir das Ganze hier sparen. Tata. So, da ist die böse Tür. Also, eigentlich war es ja nicht böse, es war nur verwirrend. So, fahren wir das hier runter. Ich möchte ihn auch kaputt machen. Einfach weg mit den Sparkies. Wenn es schon in diesem Spiel die Möglichkeit gibt, die auszuschalten, dann sollten wir das auch nutzen. So. Ich finde auch dieses Mini-Detail schön. Habt ihr das gesehen, dass sich auch nur die Räder bewegen, die nicht in der Luft sind? Das ist schon cool. Hier kann man es wieder sehen. Das rechte hat sich nicht bewegt, weil es ja schon quasi in der Luft war. Wunderprächtig, damit haben wir das auch. So, jetzt gehe ich aber ganz kurz. Ne, es war nicht hier, es war auf der anderen Seite. Zu dem Geheimshop. Und hol die drei Wundersamen ab, die man da kaufen kann. Für insgesamt 330 lila Münzen. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Damit haben wir die drei auch. Perfekt. So. Wir haben jetzt hier noch zwei, den Arena-Modus und hier das Duck-Hochsprung-Ding. Das machen wir kurz. Und dann gucken wir da oben. Ich vermute mal, es führt uns zur Special World. Da fällt mir gerade ein, Welt 3 hat keinen Weg zur Special World gehabt, ne? Ups. So. Mist. Warte, kriege ich die noch? Ich glaube nicht, ich muss nochmal neu starten. Eventuell, wenn ich groß bin, aber ich möchte es nicht riskieren. So. Hab's, perfekt. Jetzt muss ich es nicht rausfinden, ob es geht. Perfekt. Was kriegen wir hier? Ein Pilz. Ja, den brauchen wir nicht. Okay, die dritte war jetzt kein Problem. Sehr schön. Nein, auf jeden Fall nicht. Und geschafft.
Das waren keine 4 Sterne. Also jetzt zumindest für mich nicht. Für andere wahrscheinlich schon. Ich geb's ja zu. Andere könnten da tatsächlich mehr Probleme haben. Aber ich mag diesen Doko-Sprung. Das ist, glaube ich, gerade mein Fan-Favorite. Von den ganzen Abzeichen. Da haben wir eine Verschnaufpause freigeschaltet. Nehmen wir gleich mit. Oh, es ist wieder irgendein Musikraum. Tanz im Musikraum. Es ist wieder ein Musiklevel. Oh, Isla Delfino. Oh, schön. Da kommt die Nostalgie wieder hoch. Es ist so schön. Es ist so schön gemacht. Da haben sie sich wirklich Mühe gemacht. Ganz ehrlich, Super Mario Bros. Wonder zeigt, wie viel Liebe das Entwicklerteam in dieses Spiel gesteckt hat. Okay. Arena-Modus. Wüstenarena. Besiege alle Gegner. Okay. Boah. Gute Frage. Entscheidungen, Entscheidungen. Ich weiß. Seifenblasen-Peach? Was ist dir am liebsten? Ich habe Seifenblasen und Feuer. Ich glaube, ja, das probiere ich mal. Kann ich die damit töten? Nein. Aber umdrehen. Umdrehen ist schon mal viel wert. So. Perfekt. Dann nochmal umdrehen. Und tschüss. Oh Gott, wie das aussieht. Okay, das hat schon extrem lange gebraucht. Fast schon eine halbe Minute. Nein! Ja. Oh Gott. Das war dumm. Warte. Nein! Oh Gott. Ich glaube, wir können das gleich nochmal neu starten. Ich mache gerade so viele Fehler. Ja, komm. Mach nochmal neu. Ich glaube... Oh, was nehme ich denn mit? Eigentlich nichts. Eigentlich ist alles kacke. Aber was nehme ich an Items mit? Ich glaube, ich nehme doch lieber den Elefant. Ich habe eine Idee. Wir nehmen Seifenblasen Peach mit. Und den Elefant. Nehmen jetzt hier für die erste Stage auf jeden Fall die Seifenblasen, damit wir die umdrehen können. Ah. So. Genau so. Weiß nicht, ob wir die mit dem Elefant... Wahrscheinlich hätten wir sie mit dem Elefant auch umdrehen können. Aber ich wechsle auf jeden Fall rüber zu Elefant Peach, wenn ich bei den Piranha-Pflanzen bin. So. Genau. Weil mit Elefanten Peach können wir einfach direkt den Schaden machen. Und ich sollte halt mal treffen. Genau so. Perfekt. Jawohl, genau so. Das war gut. Warum fliegen da eigentlich Wolken hoch? Ach, damit ich wahrscheinlich da hochkomme zu den anderen. So. Ups, das war dumm. Okay, das waren die. Bereit für die letzte Stage. Hammerbrüder.
Das kriegen wir hin. Sag ich doch. Und? Unter 74. Reicht das? Ja. Oh, Gott sei Dank. Wir haben auf jeden Fall noch gut Zeit gehabt. Aber bei solchen Time-Attack-Sachen kriege ich immer automatisch Stress. Das kann ich nicht aufheben. Dieser automatische Stressfaktor, den ich dadurch generiere. Okay. Ein Himmel voller Ballons. Schwierigkeitsgrad 4. Na, dann schauen wir mal. Ich hätte gerne einen Bohrer tatsächlich, ja. Das ist kein Bohrer. So. Mach mir Seifenblasen, Peach. So. Das Lila steht ihr. Das war knapp. Schaffe ich es noch? Ja. Sehr gut. Okay, da will ich hoch. Perfekt. Ups, 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 ups. Hi. Ach so. Hab's. Irgendwie. So, okay. Da oben ist die Wunderblume. Ach du meine Güte. Ja, der ist ein bisschen groß. Ja, ein One-Up. Warum habe ich das Gefühl? Ah. Hab nichts gesagt. Ich dachte, es reicht nicht. Das war süß. Puff, da ist er explodiert. Nein. Ich glaube nicht. Da oben war noch eine lila Münze versteckt. Ich brauche noch eine 10er Münze. Aber offenbar ist der Level noch nicht vorbei. Ah. Das sieht auch interesting aus. Ich würde gerne wissen, was da links ist. Da geht es ganz schön tief runter. Hast du das wirklich vor? Oh nein. Ups. Ich habe einfach alle verpasst. Geh mal nochmal her. Was ist hier unten eigentlich? Ja, quasi eine rettende Plattform. Aha, guck mal. Zum Glück habe ich nochmal nachgeguckt. Lass mich raten, da ist meine Münze? Nein? Okay. Ich hätte die da versteckt. Da ist sie. Oh Gott, nein. Ich habe ihn kaputt gemacht. Hab sie. Okay, jetzt kann ich gehen. Dankeschön. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Okay, dann sind wir durch für heute. Dann wird Daisy schon wieder da oben alles retten? Ja, anscheinend. Oh, da gibt's ein neues Abzeichen. Na, da können wir uns auf was freuen morgen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüssi.